Wir brauchen einen Schutz vor diesen Nervensägen. Das Abschiedsdinner. Das Prinzip eines Abschiedsdinners ist, dass du als Einzige weißt, dass es ein Abschiedsdinner ist. Weiß nicht, ob du das weißt, aber man nennt ihn den Jimi Hendrix von Bhutan. Foxy Lady. Aha. Ja, immer schön locker bleiben. Wir sehen uns doch nicht zum letzten Mal. Also jetzt mal im Ernst. Ich meine, wie pervers muss man sein, sich daran zu weiden, wie Freunde ihr letztes Abendmahl nennen. Also jetzt übertreibst du, er vergiftet sie ja nicht. Stell dir mal vor, jemand macht das mit dir. Na, wie fändest du das? Warum hast du das gemacht? Ich dachte, wir sind Freunde. So, jetzt als erstes möchte ich mit ein paar Missverständnissen aufräumen. Nein, bitte unterbrich mich jetzt nicht. Jetzt erinnert dich doch mal an unsere Freundschaft früher. Wie blind wir uns verstanden haben, was wir alles zusammen erlebt haben. Die Beerdigung deines Schwiegervaters. Was hatten wir für einen Spaß? Das schöne Tier mitten in der Arena, mit erhobenem Haupt vor den Zuschauern, messerscharfen Hörnern, bebenden Nüstern und überall das Blut, das Blut. Auf der Ebene der Body Language war alles klar. Na dann. Doch, doch, doch. Er ist aufgestanden und gegangen. Das alles. Ich glaube, unsere Freundschaft ist noch zu retten. Oh nein. Ja. Ich weiß ja nicht, ob du das weißt, aber nenn ihn auch den Carlos Santana von Bengalen. Nein, nein. Der Jimi Hendrix von Bhutan. Ja. Hallo, Antoine. Ich höre dir zu, aber ich höre nicht mich. Also ich erkenne dich sehr gut wieder. Er spielt nicht mich, er karikiert mich. Du warst mit Beat zusammen? Nein. Das war nach diesem Filmabend im Türkenmuseum. Ich meine nach diesem türkischen Abend im Filmmuseum. Wir haben Raki getrunken. Ich glaube, ich spinne. Wie konntest du nur? Du, das ist der einzige Alkohol, den du da kriegst. Heute Abend hast du bewiesen, dass du stark sein kannst. Ja, wirklich, so ein richtiger Mann. Kommst du, Jackie Chan? Ich komme.